Da trete ich mal eiskalt auf sein Trönchen rein. So, Kollege Schnürschuh. Zusammen werden wir dich vernichten. So lautet jedenfalls der Plan. Aber ich hatte recht, man kriegt auch Artefaktmacht durch Questen. Also es lohnt sich definitiv hier die Questreihen komplett zu Ende zu machen, um halt dementsprechend dann am Ende ein bisschen Artefaktmacht zu kriegen. Sei es auch nur ganz wenig. Aber wie gesagt, wenig ist auch immer etwas. Ja, der Typ, der wird... Ja komm, wir sind zu zweit. Ich habe schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren. Und das ist hier... Das hat kein Schlammkrabben-Niveau. Das ist unter der Schlammkrabbe. Das wäre eine... Das wäre nicht mal eine Babyschlammkrabbe. So schlecht ist das hier, was ich hier gerade... Was hier performt wird. Nee, das war's, Kumpel. Vergib mir, Vater! Und auf Wiedersehen, Kumpel. Deine Grubenkämpfe haben aufgehört. Das Lichtlein ist ausgegangen. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Na, können wir mit denen reden? Ja. Fehlt euch etwas? Wir haben schon zwei Stück geschafft. Gegen die Riesen, dann nur noch drei Stück. Und wir wären sozusagen fast... Wir wären dann mit dem Gebiet durch. Also es ist nicht wirklich viel. Aber, wie sagt man so schön, lieber weniger als zu viel. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo ist die Artefakt? Ja, 100! Nice! Neuer Artefakt-Bonus verfügbar! Hey, okay, tut's. Super. Würde ich sogar machen. Aber ich will das jetzt noch nicht so großartig aufbauen. Wir müssen sowieso nach Dalaran mal zurück. Wegen der Kochquest. Ich möchte aber ein bisschen noch hier bleiben. Mindestens... Ja, doch. Wir können dann doch zu Dalaran zurück, wenn ich hier einen Flugpunkt freigeschaltet habe. Dann macht das ja doch Sinn. Dann können wir das ja doch uns leisten, weil ich dachte, wenn hier kein Flugpunkt ist, dann wäre es irgendwie nervig, dann wieder hier zurück zu latschen. Wegen einem Artefaktpunkt. Vor allen Dingen, wie gesagt, so großartig ist das jetzt nicht. Ich weiß zwar schon, wo ich meinen ersten Punkt verteilen werde. Muss aber gleich natürlich, wenn wir an die Schmiede nochmal rangehen, trotzdem sicherheitshalber mal gucken, wo es jetzt Sinn macht, seine Punkte zu verteilen. Weil ich möchte schon mindestens, wenn ich hier irgendwo Punkte verteile, die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir von Anfang an, so gut es geht, unseren Schurken großen Damage austeilen lassen. Auch wenn es rein theoretisch alles freispaltbar ist. Nur halt durch langes Grinden. Hallo. Okay, hier ist verdammt viel. Ich werde mal das in Auge behalten und mich jetzt schnell nach Dalaran zurückporten. Dann, wenn wir zurückfliegen hier zu diesem Gebiet, werde ich das eben einfach mal cutten. Dann müsst ihr das euch nicht unbedingt mit ansehen, aber mindestens, dass wir mal gucken, eben mal schauen, wohin unsere Reise jetzt gehen wird. Ich weiß zwar schon ungefähr, was ich jetzt gleich gehen werde, aber sicherheitshalber möchte ich mal gucken, was der andere Pfad für uns bereitet. Denn es kann ja sein, dass man vielleicht einmal scheiße skillt und dafür die ganz coolen Skills kommt. Und ich sehe rein gar nichts. Ach, geil. Auch nicht schlecht. Immer eine große Freude, wenn Text... Ja, bin ich überhaupt? Ja, wollte ich gerade fragen. Macht mich nicht... Kehrt zum Kammer der Schatten zurück. Lord Jorach Ramhold hat mich entsandt, um euch zu suchen, Arioch. Er möchte euch zu einer dringenden Angelegenheit sprechen. Er erwartet euch in der Kammer der Schatten. Oh, cool. Sogar Valera hat mich da explizit drauf angesprochen. Ja gut, dann werden wir das auch gleich mal ansprechen. Zuerst aber zum Koch. Blinktron definitiv noch mitnehmen. Kann man ja machen. Ein Blinktron geht immer. Und dann auf jeden Fall sehr viel verkaufen. Das steht auch noch ganz groß an der großen Stelle. Welch Freude euch zu sehen. So, das können wir erstmal alles verkaufen. Den ganzen Müll brauche ich nicht. Den Alkohol schmeiße ich mal weg. Ich werde mich jetzt hier nicht beim Let's Play volllaufen lassen. Genau, dann war hier das Kochen wahrscheinlich. Zwei? Ach, das ist hier, ist das ein anderer Weg da rein? Oder laden sich noch die Frames, dass ich meinen Questgeber gerade nicht sehen kann? Oder ist er in meiner Ordenshalle drin? Das kann ich gerade jetzt so nicht erschließen. Ach, vielleicht ist er auch hier in der Küche, das würde auch Sinn machen. Hier, da ist er doch. Bitte schaut euch meine Waren an. Er lernt 6 Kochrezepte von Legion. Ja, okay. Von der Legion. Das wäre mal wohl mein... Ja, mein erstes. Ja gut, das ist wohl eine Quest, die dann ein bisschen dauerhafter bleiben wird.
Das heißt, wir müssten jetzt nicht großartig was kochen, weil wenn das angestanden hätte, wir hätten komplett versagt. Ich bin froh, dass es nur auf diese Sache hinausgelaufen ist. Das heißt, wir müssen jetzt einfach, die Quest wird uns einfach für eine Weile begleiten. Sprich, durch Quests oder durch Gegner töten werden wir dann Artefaktsachen, Kochrezepte bekommen. Und die werden wir dann erlernen und irgendwann haben wir die Quest voll. Und können das dann irgendwann mal, wenn wir wieder nach Dalaran zurückkehren, auf dann. Eben schnell mal abgeben und ein paar extra Erfahrungspunkte sammeln. Ist ja an sich gar nicht mal so scheiße. Erfahrungspunkte nehme ich gerne. Immer wieder gerne. Gut, gehen wir erstmal. Ich vermute mal, ich weiß schon, worauf es jetzt hinauslaufen wird, warum er mich gerufen hat. Dass wir endlich mal anfangen, unsere Ordenshalle zu nutzen, um Leute auf eine Mission zu schicken. So denke ich mir das jedenfalls. Aber bevor ich hier zu weit mich aus dem Fenster lehne, bleiben wir einfach mal gespannt und gehen erstmal zu unserem Schmiedehammer und machen mal was. Genau, das ist jetzt die Frage. Rein theoretisch würde ich jetzt auf vergiftete Klingen gehen, um Vergiften zu verbessern. Vor allen Dingen, wenn ich bedenke, dass das Ding noch dreimal skillbar ist, würde es 9% mehr Damage machen. Das ist nicht wirklich wenig. Aber ich muss mal gucken. Was passiert, wenn ich das skille und dann in die nächste Reihe gehe? Toxic Rausch, Finishing Moves erhöhen euren zielgefügten Giftschaden. Ja, nicht schlecht. Was ist das? Gezackte Klinge erhöht die kritische Chance von Blutung. Und das, wenn ihr das Ziel, das Ziel Vendetta deklariert, bombardiert ihr es mit einem Speerfeuer aus vergifteten Dolchen, die ihm im Verlauf von... Oh! Scheiße! Das ist aber gar nicht mal so... Scheiße! Das ist gar nicht mal schlecht. Ist sehr, sehr gut sogar. Also 130.000 knapp, über 20 Sekunden lang, wenn wir Vendetta zünden, das ist nicht schlecht. Was ist das andere gute Zeug? Beim Einsetzen von Vergiften besteht eine Chance, dass sie an Position des Ziels eine Giftfiole zerbrecht, die eine Pfütze aus tödlicher Säure bildet. Sie fügt einen Gegner in eine... Ist auch nicht... Alter, alles ist geil. Alles ist geil. Ich glaube, wir bleiben bei unserem Plan und gehen hier erstmal weiter. Ach, ich konnte nicht sehen, wie viel jetzt mehr Schaden macht, aber wahrscheinlich die 3% bemerkt man jetzt nicht unbedingt so großartig. Genau, hier hatten wir dann unsere... Ach, scheiße, ich hab's verkauft! Nice! Oder ich hab's nicht abgegeben, aber egal. Das war ja zum Glück nichts anderes als das, was wir jetzt schon haben. Sonst müsste ich aufpassen, dass ich meine Sockel da nicht weghau. Das wäre ein bisschen dumm. Na gut, schauen wir erstmal, was uns unser Chef von uns machen möchte. Aber ich vermute mal, wir werden auf Garnisonsmission, ich sag schon Garnisonsmission, auf solche Mission gehen. Die Schatten rufen. Es gibt eine Sache, um die ihr euch sofort kümmern müsst. Alles zu seiner Zeit. Die Ungekrönten arbeiten im Verborgenen, zieht die Feder oder trennen sie manchmal auch durch. Es ist eine Frage der richtigen Entscheidung im richtigen Augenblick und auf die denkbar eleganteste Art. Wir alle haben entschieden, dass ihr ein paar Schritte, paar Schatten rekrutieren solltet, um sie auf wichtigste Missionen zu entsenden. Leute, denen ihr vertrauen oder zumindest eine Aufgabe anvertrauen könnt. Dürfte ich als erstes gleich Garuna und Vanessa vorschlagen, das wäre zumindest im Anbetracht der jüngsten Ereignisse eine interessante Wahl. Gut, das heißt, wir müssen sie jetzt erstmal rekrutieren. Wäre das dann alles? Fangen wir mit Vanessa an. Nach all dem wollt ihr mich als euren Champion. Vanessa wirft euch einen ungläubigen Blick und so und zögert eine Weile, bevor sie antwortet. Also schön. Aber ich mache die Dinge auf meine Art. Einverstanden? Ja klar, mach wie du willst. Worte sind nichtig. So, und Garuna dreht ihre Rasiermasche scharfen Klingen in ihren Finger, bevor sie geschickt in ihren Gürtelbund verschwinden lässt. Solange es dabei etwas zu töten gibt, könnt ihr mich gerne auf eure kleine Mission schicken. Gut. Das ist Einstellung. Das ist die Einstellung, die ich lobe. Wird dann... Ach ja, Tatsache. Ornsheim-Bericht. Das geht schon los. Also wir können sie dann wirklich auf die Mission losschicken, die sie dann für uns erledigen. Also das wären dann sozusagen unsere jüngsten... unsere jüngsten Azubis, kann man schon so sagen. Dann werdet ihr hier also jede Menge Zeit mit Vanessa verbringen. Macht euch mal keine Sorgen, sie und ich werden gut miteinander auskommen. Sag mal, habt ihr einen kurzen Moment Zeit? Ich habe gehört, dass ihr jetzt die etwas, sagen wir mal, jetzt wichtigeren Typen rekrutiert. Da kenne ich genau die richtige Frau. Nein, nicht mich, obwohl das wohl auch passen könnte. Auf jeden Fall aber gilt das für Lunika Stillstreich. Ja genau, die Lunika, die Gründerin der Schule der Schurkenschaft in Jatrat. Ach cool,
Kann ich nicht, aber ich weiß, wo Jad hat. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also schickt Vanessa in die Scherbenwelt und lässt sie ihr Angebot machen, das sie nicht ablehnen kann. Oder besorgt ihr eine legale Arbeit oder einen schöneren Ort für ihre Schurkenakademie. Okay, das heißt, wir müssen sie jetzt einfach auf eine erste Mission schicken. Ich kann auch nur leider auf die erste Mission schicken. Gut. Gut. Ja, machen wir das. Weniger reden, mehr handeln. Ja, du. Klickt auf das Kämpfe, um einen Champion auszuwählen, der euch im Kampf unterstützt. Cool! Also wir können auch... Aber das würde ich nicht machen. Das wär noch ein bisschen zu früh. Da jetzt irgendwie eine Minute. Echt nur eine Minute? Sollte ich dann vielleicht warten? Wenn das vielleicht eine Minute dauert, warte ich dann noch eine Weile. Aber interessant. Also es geht jetzt schon so langsam in die Richtung, die ich schon erzählt habe, dass wir dann dementsprechend halt, anfangen Leute zu rekrutieren. Wahrscheinlich wird es sich ergeben, dass wir durchs Questen auch neue Leute finden werden, die sich unserer Schurkenbande anschließen wird. Und ja, dann machen wir halt ein paar Quests und schicken sie auf Mission und hoffen wir mal, dass wir dann coole neue Sachen daraus kriegen können. Seid gegrüßt! Ach, super! Oh, wow. Einfach mal durch Zufall. What the fuck ist das? Wie geht's? Ach, nice. Es gibt sogar Messer, die wir hier... die sehen aber gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir hier? Ein Säbel? Sieht auch nicht schlecht aus, auch wenn es natürlich an die Artefaktwaffen erinnert. Das sieht doch aber deutlich cooler aus. Dann haben wir so ein schönes Set. Was ich gar nicht mal so hässlich finde, bin ich mal ganz ehrlich. Zwar für 110, lässt sich sogar für Gold kaufen. What the fuck? Also man kann schon mit 110 sich ein Set kaufen. Nice. Erhöht Außengebiete der Verhältnisse eurer Generation. Eure Gesundheit unterliegt, erleidet ihr Außengebiete im Verhältnis weniger Schaden. Erhöht die Beweglichkeit um 500. Eure Finishing Moves haben eine Chance, eure Tempo. Geil. Also das wusste ich jetzt nicht. Also das ist jetzt wirklich, man kann sagen, was man will. Und ich kann Fähigkeiten lernen. Nice. Also man kann sagen, was man will, aber das habe ich jetzt wirklich durch Zufall jetzt entdeckt. Kann man wirklich, war wirklich Zufall. Aber ich wusste gar nicht, dass man durch, dass es auch schon Sets gibt, die man auch kaufen kann. Zwar 500 Gold, aber guckt euch mein Money an. Also, Bitch, ich werde die paar tausend Gold nicht vermissen. Was bringt uns das? Fokussiert euch intensiv darauf, gewisse Kreaturen zu entdecken. Ah! Werde ich mal behalten, einfach so. Vielleicht kann ich damit irgendwie Schatztruhen oder so besser finden. Könnte auch eine Möglichkeit sein. Ja, was wollt ihr? So, wahrscheinlich waren wir in der Hinsicht erfolgreich. Super. Gut, dann wollen wir erstmal unsere gute Frau rekrutieren. Oder sie schon rekrutiert. Was liegt an? Sehr gut, die Schurken, Diebe und Meuchelmörder trudeln langsam ein. Niki schaut zu Vanessa herüber und flüstert euch zu. Vielleicht können wir sogar ein paar arbeitslose Defis überzeugen. Oder ist das noch zu früh? Ich vermute, es ist noch zu früh. Wir wollen nicht übertreiben, ja? Eins nach den anderen. Hervorragend. Sie scheint sich schon eingelebt zu haben. Das ist auch gut so, wenn wir bereits jetzt Bedarf an Frischfleisch. Geht doch mal zu ihr rüber und schaut nach, ob da nicht irgendwelche Diebe auf der faulen Haut herumliegen. Seid vorsichtig da draußen. Okay, gehen wir mal hin. Banditenbande werden oft als gewöhnliche Kriminelle bezeichnet. Sie werden von den Ungekühlten gerne dazu benutzt, Informationen und Waffen mit Hilfe von Verstohlener oder roher Waffengewalt zu besorgen. Cool! Ich kann sogar mir Waffen holen lassen. Auch nicht schlecht. Elun Ador. Und das kostet mich auch gar nicht viel. Komm. Lebt wohl. Und was ist das? Klopfer? Ich glaube, ich habe mich aus meinen Dings... Ja. Shit! Was geht ab? Lokta. Ach ja, ich kann ja jedes... Hier. Kraft. Danke. Sehr schön. Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten, da reinzugehen. Gut, dass ich da auch wieder reinkomme. Ausbildungstrupps. Arbeitsauftrag bereit. Banditenbande. Trupp erhalten. Okay. Kann ich noch einen ausbilden? Das dauert aber 30 Minuten. Gut. Das ist sozusagen unsere kleine Rekrutierung. Ach so, ich kann das benutzen, um dann... Damit kann ich also neue Leute rekrutieren mit Rekrutierungsbande. Wahrscheinlich oder so. Spuck das an. Ah, ich habe den Haufen gesehen. Nicht gerade ein schöner Anblick. Aber sie werden sich schon von noch nützlich machen. Wie auch immer. Sie werden da draußen ja von Vanessa und Garuna beaufsichtigt. Was könnte da also schief gehen?
Noch was. Ihr habt doch sicherlich schon von Winston Wolf gehört, oder? Natürlich habt ihr das. Wer hat das nicht? Während ihr also mit den Direktoren geplaudert habt, hat Lord Ravenhold die Güte, mich aufzusuchen, höchstpersönlich. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ihr mal aus dieser Kammer herauskommt. Auf jeden Fall hätte er mir mit aller Deutlichkeit vorgeschlagen, wie es so seine Art ist, dass wir Garuna Vanessa und unseren neuen fröhlichen Banditenbande auf einen Besuch zum Wolf am Ravenhold anwesend entsenden sollten. Aber sorgt dafür, dass sie sich zivilisiert benehmen, sonst werden wir sie nie wiedersehen. Benutzt die... Ja, okay. Das heißt, eine Mission müssen wir hier erledigen. Eine Gruppenmission. Trupps besitzen Eigenschaften, die eure Erfolgschancen erhöhen können. Trupps können basierend auf ihrer Vitalität nur eine begrenzte Anzahl von... Okay, das heißt, wir können sie nicht... nicht gekonterte verlangsamte Gegner erhöhen die Missionsdauer. Okay, ja, das ist ja nicht schlimm. Das heißt, wir setzen sie ein und Garuna und... Ja. Muss ich jetzt hier auch lange warten? Ja, 3-4 Stunden. Ja, okay, solange das dauert. Willkommen! Gehen wir mal jetzt wieder zurück an unsere Arbeit.